du die neuesten Nachrichten über die baldige Handyfusion zwischen Huawei, Apple und Samsung? Wir leben ja jetzt in der Hochzeit des Handys. Jeder hat eins oder zwei. Aber wie war das vor 20 Jahren? Hier ein kurzer Rückblick. Hallo? Nein, ich bin gerade in der Schule. Ja. Mir zugeschaltet ist jetzt Samsung iPhone, der europäische Direktor vom Huawei-Konzern und guten Tag, Herr iPhone. Und bald erscheint ja das erste gemeinsame Produkt der drei Konzerne. Was dürfen wir uns denn davon erwarten? Hallo auch von meiner Seite und willkommen zur Produktvorstellung des neuen Huaweis mit dem Codenamen X1. Genau. Zuerst die grundlegenden Fakten. Das Handy hat ein pixelloses Display, also Sie sehen ultrascharf und schöne Farben. Die Entsperrung funktioniert durch die Analyse des Gehirns. Da brauchen Sie leider auch ein extra Zubehör, das ist ein Draht, der Ihnen ins Gehirn operiert werden muss. Also das können Sie günstig machen lassen. Und der letzte. Der Test, wie es funktioniert hat. Einatmen, ausatmen. Aufwachen, aber Dali. Ich brauche Strom. Hey, was soll das? Hallo, schönen guten Tag. Hier heute haben wir den Chef von Huawei da. Es geht um das Gerücht, dass angeblich Handys schon Menschen kontrollieren können. Also, wir haben jetzt eine Frage an Sie. Stimmt es denn wirklich, dass die Handys jetzt schon kontrollierbar sind? Nein, also ich kann Ihnen auf jeden Fall versichern, dass das nicht der Fall ist und Huawei überhaupt keine Interesse daran hat. Die Unterbrechung, aber ich brauche Strom, aber schnell. Was machen Sie eigentlich? Ich suche letzt Menschen ohne Handy, quasi analog. Den gibt's doch eh nicht. Doch, und diese Schnur bringt mich zu ihm. Nein, ich weiß nicht. Ich hab keinen Kopf gestellt. Nein. Was machen Sie denn da? Sie wow. Hätten anrufen können. Wow, Sie sind der Mensch, der noch kein Handy besitzt. Früher war ich die Erste. Nur das mit der Technik wurde mir viel zu viel. Wollen Sie nicht das neue Huawei P30 500.000 haben? Doch, bestimmt. Nein. Das ist sehr hilfreich. Ich muss nach Paris in die Zentrale der Huawei-Chefs und den Schalter finden, der das ganze System lahmlegt. Früher war ich auch handysüchtig, 10 Stunden am Tag oder sogar länger. Aber jetzt scheinen die Handys die menschlichen Gehirne zu kontrollieren. Können Sie mir sagen, wo die Huawei-Schaltzentrale ist? Naja, okay, bei mir haben wir einen Kurs. Wo ist die Huawei-Schaltzentrale? Wo ist die Huawei-Schaltzentrale? Ah, la centrale de Huawei, il suffit de prendre le métro 3 direction Pont de Levallois et vous descendez. Il est où mon banc? Rex Roboter, jetzt fällt mir schon wieder gegen den Fuß. Achtung, wir brauchen eine analoge Putzfrau, bitte. Alles klar, ich hänge ein Schild an die Tür.
noch eine Kurzwort für die Huawei-Schaltzentrale. Ja, das tun wir. Wieso fragen Sie? Ich würde mich dazu bereit erklären. Okay, aber wehe, Sie fassen den blauen Hebel an. Ja, klar, ich sonst sind Sie auf der Stelle gefeuert. Nee, mach ich nicht. Okay, kommt jetzt die neue Putzfrau rein. Ist das okay? Ja, okay, passt. Nicht, dass die elektronischen Sachen hier kaputt gehen. Das ist nämlich die komplette Leitung von Huawei. Warten Sie, ich muss sich schnell die Kabel durchlegen. Machen Sie nur. Fünf sage ich mal. Acht. Ah, ja, vielleicht zwei. Oder bei dir zwei. Nicht so richtig. Acht. Bis zehn. Zehn. Sechs. Eins bis zehn. Sieben. Oh, acht. Hallo, heute stelle ich Ihnen die Auswertung der Interviews vor. Wir haben drei Fragen gestellt. Die erste war, wie wichtig Ihnen das Handy von 1 bis 10 wäre. Da haben wir bei 1 leider keinen. Von der Wichtigkeit 2 haben wir 2 Personen. 3 und 4 gibt es auch wieder nicht. 5 waren 3 Personen, 6 2, 7 1, 8 5, 9 keine. Aber 2 Personen haben ihr Handy mit 10 bewertet, also fanden es sehr, sehr wichtig. Danach haben wir auch gefragt, was das Gefährlichste für Sie ist am Handy. Da haben 2 gesagt, dass in der Datenklau, dass sie das gefährlich finden. Eine hat gesagt, dass sie Angst vor der Strahlung hat. 2 hat man Angst vor Internet. Eine vor Ablenkung im Straßenverkehr. 6 haben Angst gehabt, dass es andere abhängig werden, dass sie abhängig werden, also generell vor der Abhängigkeit. Eine hatte Angst, das Handy zu verlieren, vermutlich auch in Verbindung mit Datenklau, wenn man es findet. Eine hatte Angst, dass seine Kinder etwas bestellen über Amazon oder Co. Eine hat Angst vor der Unwissenheit, weil er nicht weiß, was das Handy macht. Dazu ein kleiner Tipp, bitte deaktivieren Sie bei jenem Hintergrund aktualisieren, dann kann Ihr Handy keine Daten mehr rausschicken, wenn diese App nicht geöffnet ist oder falls es ausgeschaltet ist. So, danach wollten wir noch wissen, wie lange könnten Sie von Ihrem Handy fortbleiben? Können Sie selber mal darüber nachdenken? Da hat eine Person gesagt, sie kann nur 2 bis 4 Stunden vom Handy wegbleiben. Eine Person hat gesagt, dass sie 3 Stunden vom Handy wegbleiben kann. Eine hat gesagt, dass sie mehrere Stunden vom Handy wegbleiben kann. Eine hat gesagt, dass sie einen halben Tag wegbleiben kann. 2 haben gesagt, dass sie sogar einen Tag wegbleiben können. Ne? Und eine hat gesagt, dass sie tagelang wegbleiben kann. Und da gab es noch 6 Personen, die sagten, sie können eine ganze Woche von ihrem Handy wegbleiben. Was sehr überraschend war, da die meisten ihr Handy als sehr wichtig eingestuft haben. Danke, dass Sie dazugehört haben.